Es ist da, es ist super aktuell und es wartet auf Sie, liebe Freunde, Abonnenten, Abonnentinnen und Liebhaber des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Das Programm der neuen Saison 2021-22 ist raus. Wir freuen uns riesig auf super spannende Programme, Dirigentinnen und Dirigenten, Solistinnen und Solisten. Sir Simon Rattle, Daniel Harding, Franz Welser Möst, Klaus Mäkele, Johanna Malwitz. Aber vor allem warten wir auf Sie. Das hat uns Corona auch gezeigt. Es geht nicht ohne Publikum. Und wir haben von vielen von Ihnen auch gehört, dass es ohne uns auch nicht geht, dass Sie uns auch vermissen. Technik hin oder her, Mikrofone und Kameras. Wir brauchen Sie, wir brauchen die Live-Atmosphäre. Wir brauchen einen Adressaten, an den sich unsere Musik richtet. Wir haben ja jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie das ist, wenigstens vor ein paar hundert Leuten wieder zu spielen. Und es ist unglaublich, was das für eine Energie gibt. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie hier wiedersehen können. Sie dürfen auch gerne winken im Konzert. Freue ich mich natürlich riesig auf die Wochen mit unserem designierten Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Da gibt es zum Beispiel 2 Wochen hintereinander, wo er erst die Matthäus-Passion dirigiert und direkt danach eine 9. Mahler. Was, finde ich, auch sehr schön symbolisiert, was für eine unglaubliche Vielfalt und was für breit gestreute Interessen er mitbringt. Darauf freue ich mich sehr. Hi, I'd like to say hello to all our friends here in Munich, in Germany and all around the world. We hope to travel again soon to see all of you. In the meantime, you can watch all of our concerts online or follow us on social media. Wir sind in Aufbruchstimmung, denn in der neuen Saison, das wird ganz spannend, werden wir einige unserer Konzerte in der Isarphilharmonie spielen. Wie wird die Atmosphäre sein? Können wir sie da mitreißen? Wie ist die Akustik? Seien Sie mutig und ziehen Sie mit uns um in das neue Interimsquartier, die Isarphilharmonie. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass die Konzertreihe Watch This Space im Werksviertel fortgesetzt wird, auch in der neuen Saison. Das ist ein total vielfältiges, spannendes Format, wo wir unterschiedliche Kammermusikbesetzungen haben, zum Teil auch mit ganz illustren Gästen. Und was ich so gehört habe, gibt es da ganz tolle Ideen auch für die neue Saison. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir da in unserer hoffentlich baldigen neuen Heimat so ein bisschen vertreten sein werden noch. Alle Informationen rund um die Konzerte und sämtliche Veranstaltungen der kommenden Saison finden Sie auf der Website des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Wir wollen gemeinsam begeistert werden. Dazu brauchen wir Sie für die magischen Momente.